Das Element Feuer stand im Vordergrund der letzten Sommertheateraufführung auf dem Schulplatz der Hermann-Leser-Schule. Rund 1000 Besucher hatten sich eingefunden, um die imposante Inszenierung zu sehen. Auf dem Programm stand die Tanzkompanie Neustrelitz, die erneut eine fantastische Darbietung präsentierte. Das ist unser viertes Theaterstück heute Abend, viertes Straßentheater. Wir haben wieder ein Bombenwetter erwischt, wo wir uns sehr drüber freuen und wo wir auch ein riesen Glück mit haben. Also nach dem, was wir hier gestern hatten und wenn wir uns den Wetterbericht für morgen angucken, alles gut. Wir hatten in der letzten Woche 1200 Besucher und das ist natürlich das, was ich heute auch gerne wieder da hätte. Und ich habe aber das Gefühl, wir könnten es schaffen. Eine lebendige und bildgewaltige Vorstellung hatte die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz mit ihrer Produktion Zyklus der Elemente Feuer angekündigt. Die Tänzerinnen und Tänzer hatten nicht zu viel versprochen, denn die Choreografie in wechselndem Licht und mit unterschiedlichen Requisiten kamen beim Publikum bestens an. Die Deutsche Tanzkompanie bewegt sich ja oft zwischen Tradition und Moderne. Und wir haben uns mit diesem ersten Abend zum Thema Zyklus der Elemente beschäftigen uns mit dem Element Feuer. Und wir haben uns auf die Spuren der alten Alchemisten begeben und haben mal recherchiert und geforscht, was Feuer mit dem Menschen anstellt, was der Mensch mit dem Feuer in Verbindung bringt. Und das ist ja ungeheuer viel. Das Spektrum reicht vom einfachen Streichholz, womit man sich eine Zigarette anzündet oder das Pfeilchen anzündet oder den wärmenden Kamin anzündet, bis hin zur Atombombe, die alles vernichtet und uns leider heute wieder bedroht. Wir haben eine unglaubliche Bandbreite von spannenden musikalischen Highlights zu bieten. Wir haben die ukrainische Band Daka Braka gleich am Anfang und am Ende, die rahmt den Abend sozusagen ein. Wir haben eine englische Band, die auch viel mit Mysterien und alchemistischen Wundern unterwegs ist und danach forscht. Und wir haben die einstürzenden Neubauten wieder, von denen ich ein riesengroßer Freund bin. Und die haben einen unglaublichen Schatz an musikalischem Oeuvre hinterlassen, den ich immer wieder froh bin, neu zu entdecken und zu heben. Insgesamt 80 Minuten lang überzeugten die Tänzerinnen und Tänzer mit ihren Darbietungen. So wie es begonnen hatte, endete die Inszenierung wieder mit dem brennenden Flight Case. Anhaltender Applaus verabschiedete die Darsteller am Ende der Vorstellung. Gesponsert wurde die Darbietung durch die Firma Elting. Zum Abschluss des Dürmener Sommers können sich die Zuschauer auf ein großes Abschlusskonzert am 29. Juli freuen.